Hi und willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Dankeschön fürs Liken und Kommentieren für die coolen Leute, die das gleich am Anfang schon machen wollen. Viel Spaß mit dem Part jetzt. Ja, der Skill ist einfach imbar, dieses... Ich muss zu Sindri und rausfinden, wie ich Vater rette. Und ich muss irgendwie den Eisenwald und Angre Boda geheim halten. Worauf habe ich mich eingelassen? Tja. Da hast du was angestellt. Also, unabsichtlich. Oh, sag bloß, es geht nicht. Doch. Ein Glück, hä? Wow. Was hast du dir gedacht? Ich wollte Fenrir besuchen. Für 2 Tage. Ich... Lüg mich nicht wieder an! 2 Tage? Warum kamst du her? Alleine? Suchst du den Tod? Nicht mehr als du. Dann sag! Sag. Was ist es, das du verheimlichst? Ich habe versucht, diesen Pfad mit dir zu gehen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Atreus, du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Was weißt du? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich vertraue dir auch trotz allem. Das ist nicht dasselbe. Warum? Du hast geschwiegen. So wie Mutter. Ihr hattet gute Gründe und ich auch. Warum kannst du nicht? Später. Oh. Ist Kratos Time. Wie der Oberkörper noch stand. Wow! Alter, nicht dein Ernst, der Valkyre! Erinnerst du dich an uns? Ich weiß nicht, ob ihr diese Valkyre kennt. Woher weißt du das? Sie ist körperlich, aber anders. Sieht aus, als hätte der Bastard es endlich geschafft. Wir wollen dich nicht bekämpfen. Oh, doch, will ich. Ja, du Ekelhafte. Können wir sie besiegen? Wir haben schon mal eine Valkyre besiegt. Wir schaffen es wieder. Glocken, weißt du noch? Wir haben deine Schwester befreit. Hey, ich wollte blocken. Komm schon, Kratos, hoch mit dir. Reden wir darüber. Reden wir darüber. Ah, du ekelhaftes Vibesbild. Hast du die Valkyren? Halt!
Ich weiß nicht, ob wir diese Walküre kennen. Wer weißt du das? Sie ist körperlich, aber anders. Sieht aus, als hätte der Bastard es endlich geschafft. Wir wollen dich nicht bekämpfen. Können wir sie besiegen? Wir haben schon mal eine Walküre besiegt. Wir schaffen es wieder. Vielleicht ist das Freya oder so. Pass auf. Alter. Sie macht keine Witze, oder? Nein. Vater, geht es dir gut? Konzentrier dich auf den Feind, nicht auf mich. Ja, Vater. Geht! Nicht anfassen! Wir sind hier nicht die Bösen! Ach, komm schon! Ist das so nervig, ey. Es ist nervig. Die tausend Sachen, die sie auf mich abballert. Sie macht keine Witze, oder? Nein. Vater, geht es dir gut? Konzentrier dich auf den Feind, nicht auf mich. Ja, Vater. Bitte, hör auf! Gib dir einen Scheiß, mach's öfter. Wir sind hier nicht die Bösen. Oh, ey. Wie gesagt, man kann sie auch nicht irgendwie da rausstaggern oder so, die meiste Zeit, außer mit den Pfeilen, vielleicht, wenn sie diesen Effekt abkriegt. Sie macht keine Witze, oder? Nein. Vater, geht es dir gut? Konzentrier dich auf den Feind, nicht auf mich. Ja, Vater. Geht! Nicht anfassen! Wir können dich befreien. Ich glaube, sie ist frei genug. Hast du kein Schild? Wo sagst du denn nicht? Was haben wir denn getan? Feuer. Ich wusste es, ey. Es ist so. Jede Todesqual. Jede nur vorstellbare Verletzung. Nein! Atreus! Das willst du nicht! Beruhige dich! Kontrollier's! Wir waren Verbündete.
Atreus. Bist du verletzt? Komm, das willst du nicht, Freya. Vielleicht. Vorerst zumindest. Bist du mehr wert für mich? Lebendig. Atreus, nach Hause. Nach Hause? Wirklich? Wenn ich zurückkehre, sagst du die Wahrheit. Jetzt muss ich ein paar Dinge klären. Wir nehmen ihn. Oh, Majestät. Schön, dass wir uns wiedersehen. Brautneffer. Arschkriecher wahrscheinlich. Lass ihn nicht aus den Augen. Du hast gehört, Sonnenschein. Komm schon, beweg dich mal. Was willst du, Freya? Ich werde nicht länger an diese Welt gebunden bleiben. Wir reisen nach Vanaheim. Tja, sind wohl nur wir übrig. Als seiner Mütze, ey. Ein Tor nach Vanaheim. Kommt sofort. Zorn oder Mut wählen. Mut verwendet Rage, um zu heilen, statt Schaden zuzufügen. Sie können Kratos Ragepfad jederzeit im Waffenmenü auswählen. Wenn du noch gebunden bist, wie kannst du reisen? Ich habe einen Schutzkreis gewirkt, damit ich nicht aus dem Reich gezogen werde. Er sollte halten, bis ich finde. Und was ist das? Die Quelle der Magie, die mich an Midgard bindet. Wir werden sie finden und zerstören. Ich werde dir helfen, aber es wird nicht ändern, was ich getan habe. Ich weiß. Deshalb töte ich dich vielleicht trotzdem. Gehen wir oder was? Lass mal kurz gucken hier. Aha, jetzt kann ich sogar noch... gerade Gesundheitsschub, lalala. Idealerweise kurz bevor sie getroffen sind, so machen sie den gegnerischen Angriff zunichte und erhalten einen Heilungsschub sowie einen Nahkampf-Angriffsbonus. Verbessert und erhöht den Heilungswert. Na komm, wir skillen jetzt einfach. Bam. So, damit habe ich noch 600 übrig. Das ist eigentlich nicht sehr viel, weil ich wollte hier noch ein paar Punkte für skillen. Aber jetzt ist nichts mehr verfügbar. Na gut. Komm, Brock. Gehen wir los. Irgendwie so ein bisschen komisch, dass jetzt Freya mit uns geht. Ich finde es immer noch ein bisschen, naja... Die wird es vielleicht irgendwann in den Rücken fallen, meinst du nicht? Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Ohne was? Wo würdet ihr Teufel denn bitte überhaupt ohne mich sein? Ah. Sehr gut. Und wofür ist Kratos denn überhaupt Hoheit? Offensichtlich warst du durchaus in der Lage, Odins Flüche allein zu brechen. Die anderen Flüche wurden durch Fimbulwinter schwach, aber ich brauchte dennoch Hilfe. Der hier ist stark. Der Versuch, ihn zu töten, ist also nur deine göttliche Art, um Hilfe zu bitten? Ich erinnere mich nicht, dich hier gebeten zu haben. Weil du es nicht getan hast. Ich habe eine alte Saufkumpane, die ich aufsuchen wollte, sobald dieser Laden wieder auf der Karte ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich euch helfe, lande ich da, wo ich hin will. Und wie kommst du darauf? Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie sich mit deinem stumpfsinnigen Bruder rumtreibt. Freyr ist nicht Teil dieser Sache. Tja, mein Gefühl sagt da was anderes. Meine Eier auch.
Ey, Brock, der hat überhaupt keinen Respekt vor Freya, oder? So gar nicht. Ich spüre die Kraft des bindenden Fluchs. Die Quelle ist weiter drin. Folgt mir. So schön hier wieder mal. Stickiger als eine Kloake in Muspelheim. Die südliche Wildnis. Der Fimbulwinter ist wohl schuld. Aber. Warte, Vanaheim. Hier gibt's. Oh, hier gibt's wieder was. 9 Thronen. Was gibt's insgesamt? 9 Artefakte, 15 Odinsraben. 9 Throne, legendäre Throne. Ja, natürlich gibt's hier viele Odinsraben. Das ist ein Bündnis auf Zeit, Mimir. Alles andere würde Vertrauen erfordern. Ach bitte, du weißt ganz genau, dass Kratos nicht der Grund deines Leidens ist. Ihr beide seid genauso Teil meines Leidens wie jeder andere. Hey, wie wär's mit einem Rätsel zur Aufheiterung? Was läuft ohne Beine? Leicht, eine Nase. Da muss schon mehr kommen, Brock. Wart's nur abschlau. Die ja überall hier. Mal alle kaputt machen. Oh. Weiß immer nicht, wie ich diese Kisten hier aufkriegen soll. Das ist ja abgefahren aus. Was habe ich denn da gesehen? Du wartest jetzt erstmal, Freya. Ich will erstmal die blöden Raben deines Ex kaputt machen. Also sie können ja nichts für, die sind ja offensichtlich nett, aber... Du doofes Vieh. Ja, ein bisschen zu ungeduldig gerade. Ah, jetzt. So, 15. Nein, 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 nein. So. Legendäre Truhe, Artefakt und Non-Truhe. Gehen wir hin. Ja, Brock, wie geht das Rätsel weiter? Oder war es das alles? Erzähl mal. Alles voll schön hier. Also ich fühle mich da direkt wohl in dem Wald. Was ist denn hier für Kraut? Leuchtet ja so abgefahren. Geh durch. Oh nein. Etwas stimmt nicht. Mein Zauber. Er entgleitet mir. Tja, das ist eben Fimbulwinter. Du verstehst nicht. Ich werde aus der Welt gerissen. Was kann man tun? Etwas, das ich vermeiden wollte. Ich habe wohl kein... Falki! Na dann los. Du konntest die ganze Zeit über Odins Fluch umgehen. Nein. Ich entdeckte es, als ihr das Weltenreisen ermöglicht hattet. Und es löst nur sehr wenig. Diese Gestalt ist äußerst einschränkend. Das ist eben Fimbulwinter. Lass es. Wer es nicht oft genug sagen kann. Hier verpasst habe ich wohl nichts. Aber insgesamt 15 Raben hier in Vanaheim. Abgefahrenes Moos. Warum ist hier alles so farbenprächtig, weißt du? Kann sich werfen. Sogar die Käfer hier sind alles so super. Pass auf, wo du hintrittst. Die Pflanzen sind bei dieser Feuchtigkeit sehr aggressiv. Okay. Säure. Die Bubbles rauskommen. Über so einer Stresspuppe. Die Dörfer handelten und tauschten hier. Warum wurde er nie wieder aufgebaut? Wie kann sie eigentlich sprechen als das Falke? Das sind auch Viecher. Was haben wir denn da?
Wow. Das ist die Kiste. Sag mal, glaubst du wirklich, sie lässt uns vom Haken, wenn du ihr hilfst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde helfen. Und danach sehen wir weiter. Ja. Ey, finde ich gut von Kratos. Weißt du, er hilft dir, weil es war ja auch nicht seine Schuld. Sie haben auf jeden Fall je... Laber da nicht gleich wieder, ich wollte mal... Oh, der Eisstrahl. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich habe aktuell noch gar die Schneide. Ich weiß nicht, ich glaube, für das hier irgendwie besser. Aber ich kann es leider nicht skillen. Menge Sachen da gelassen. Wäre zu schade, wenn sie verkommen. So kann man das auch sehen. Ja. Komm schon! Ah, nee, ich habe den Gesundheitsschub. Ich warte auf dich, Bossgesicht. Wann immer du sterben willst, ich bin bereit. Mit Atreus war die so einfach. Na, wenn das nicht das Blut in Wallung bringt. Hab ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Mit Atreus waren die so Pillepalle, die Typen. Was denn? Alter. Irgendwo muss es hier hochgehen. Junge, du lässt kein Fitzelchen Beute liegen, oder? Nö. Warum sollte ich? Für wen vor allem? Ich habe eine Markierung hier gesehen. Brock, jetzt hilft doch mal. Wo ist hier was, wo man hochklettern kann? Guck mal, ich soll über die Plattform zum Hoch... Ach nee, warte mal. Drüben ist eine Plattform. Hier. Ich bin gerade das Ding runtergeschlagen. Habe ich bescheuert? Ich frage mich, wo alle nur geblieben sind. Sie haben sich wohl zurückgezogen. Sich in der Wildnis versteckt und ihre Spuren mit Magie verborgen. Wer weiß, wie viele es noch sind und wie man sie erreicht. Hier haben die Asen ganz schön auf den Putz gehauen, was? Du kannst dich bei Mimir bedanken. Ein Krieg mit den Wahnen war nie meine Idee. Meine Idee war es, die Ehe zu vermitteln, um ihn zu beenden. Und wie erfolgreich das war. Der Friede war wohl genauso katastrophal wie die Ehe. Hat er erneut angegriffen, sobald ich verborgen... Oh! Oh! Wenn man die so zerstört, dann ja, ist der Radius nicht so hoch. Was für eine Schande. Ich wette, hier wäre der perfekte Ort für einen Laden. Zwerge in Vanaheim? Das wäre doch mal was. Hey, worauf warten wir noch? Na los! Warte mal, hier ist das Secret, oder? Aha. Hast du mal etwas geschrieben? Nein. Eine blöde Frage. Nein. Ein meisterhaftes Sonett von Quasir, dem Schundliteraturschöpfer. Dem Reiz des Abenteuers viel Macht anhängen für den Mann aus kleinen Anfängen mit Mut, Verstand und seines Ahnes Ring. Die Suche hat ihn in den Fängen. Ferne Länder bereiste der Mann, stets in Begleitung treuer Gefährten. Und auch wenn oft nichts wurde aus dem Plan, sie überlebten alle, die Unversehrten. An
uralten Orten voller Rätsel und Wunder warteten unbezahlbare Schätze auf ihn. In heikle Lagen geriet er mitunter und was er berührte, zerbrach und war dahin. Wenn Wagnisse auch deine Leidenschaft sind, sei auf alles gefasst und stehle die Finger geschwind. Ah, das ist Uncharted. Ja, weil den ganzen Begleitern passiert irgendwie nie was. Die haben alle Plot-Armor. Hoppala. Also nie, ne? Die ganzen Leuten in Uncharted, die überleben alle. Oder sie sind halt böse und dann kriegen sie doch ihr Fett weg. Voll geil, ey. Ich hier gar nicht mehr rauf, ne? Ja, muss man halt außen rum. Ja, und natürlich der Ring der Ahnen ist der Finger von Sir Nathan, von Drake. Francis Drake. Nicht Nathan Drake. Danke. Hier geht's gar nicht weiter, ha? Huh? Selten geht's weiter. Ich hab ja noch danach greifen wollte. Das ist ein bisschen bitter. So kurz vorm Tod. Wollte ich noch den Heilstein greifen. Ich zerleg dich in Einzelteile und verkaufe deine Haut an Kratos. Hey, ich rufe alle Schlappschwänze. Für das hier mal skillen jetzt. Gulons sind meist als Jagdrudel anzutreffen. Ihre Hauptangriffswaffe sind ihre Zähne und die sie schnell und hinterhältig einsetzen. Sie sind wunderbare Kreaturen, aber wenn du nah genug bist, um ihre Schönheit zu bewundern, kostet es dich vermutlich einen Arm oder Schlimmeres. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der Junge tatsächlich einen Weg finden würde, sie zu zähmen. Er wäre sogar einem Drachen zugetan, wenn er auch nur einen Hauch einer Chance sehen würde, sich mit ihm anzufreunden. Wieder hier zu sein, lässt mich an deine Hochzeit zurückdenken. Feine Leute und gutes Fleisch. Wow. Aber hat nicht auch dein Bruder eine schreckliche Szene gemacht? Warum erwähnst du ihn immer? Mein Bruder geht dich überhaupt nichts an. Hast du das verstanden? Oh, ich verstehe schon. Warum erwähnt er Freya immer wieder? Bei dem haben wir jetzt bisher noch gar nichts mitgekriegt irgendwie, oder? Ach so, Brock. Ist er gerade am Kacken? Jetzt wird hier da rausgekommen. Ja, eine Nordentruhe fehlt noch. Könnte doch hier sein. Vielleicht gibt es da wieder irgendwas, was ich brauche. Und ich komme da nicht weiter, weil ich diesen Wind immer noch nicht habe. Oh,
Ja, es ist schön, dass gerade ein neuer Treiber verfügbar ist, Game Force. Hey. Aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Du gefährlicher werden, Pflanzen. Pass gut auf, Zwerg. Hör zu, ich weiß, wie schlimm es unter den eigenen Verwandten werden kann. Sindri und ich waren so lange zerstritten, dass es sich anfühlte, als hätte ich gar keinen Bruder. Das geht auch ein bisschen auf meine Kappe, weil ich abgehauen bin. Aber trotzdem habe ich ihm immer die meiste Schuld gegeben. Kommt dir das schon irgendwie vertraut vor? Und was willst du damit sagen? Was ich sagen will. Am Ende hatte das alles gar keine Bedeutung. Sobald wir uns wieder versöhnt hatten, fühlte es sich an, als wäre kein Augenblick. Er war sofort wieder seine riesige Nervensäge wie zuvor. So sind Geschwister. Sie sind einem so nah, dass sie einen in den Wahnsinn treiben. Und warum glaubst du mir, das alles jetzt erzählen zu müssen? Ich will gerade meine Freiheit zurückgewinnen und ich lasse mich bestimmt nicht ablenken. Hör zu, was ich damit sagen will ist, dass wenn du doch mal mit deinem Bruder sprichst, die schlimmsten Worte, die zwischen euch gefallen sein müssen, nicht unbedingt auch die letzten gewesen sein müssen. Es reicht. Wenn der Tag kommt, Freyr wieder entgegenzutreten, wird das auf meinen eigenen Füßen und in Freiheit passieren, klar? Und nicht, während ich in dieser absurden Situation bin. Ah, da spricht der Stolz, das verstehe ich. Ich hoffe, du besinnst dich schneller, als ich es tat. Das war wirklich berührend. Leck mich. Leck dich. Das ist richtig? Nee, R und N. Jo, jetzt brauchen wir nur noch R. Da vorne ist da blau. Ah, oh, da ist blau. Ich glaube, hier reiche ich leider nicht ran mit. Warte, vergiss das. Warte, war das schon R? So. Nornentruhe auf. Beinchen. Und was gibt's? Noch ein Horn. Sehr gut. Eins von dreien. So, was haben wir noch? Fähigkeiten. Was ist denn neu? Oh, wir haben die Fähigkeit jetzt voll. Hier, das... Ja. Ziehen und halten Sie eins gedrückt. Betäubung. Erhöht leicht den Schaden der Fähigkeit oder erhöht Frost der Fähigkeit. Das wird natürlich wieder EP, ne? Man kann ja auch alles hier skillen irgendwie. So. Mhm. Den Bein oder am Kopf. Was hat Odin getan, um alle zu vertreiben? Welche Waffen hat er sich von den Zwergen bauen lassen? Wie viel war nur Mjölnir? Kann ein Mann so viel Schaden anrichten? Hängt von der Waffe ab. Und vom Kämpfer. Ich bin immer noch gespannt, was Odins Plan ist. Das wird bestimmt so ein richtig fetter Reveal. Und sehr unschön. Dumm ist er ja nicht, ne? Er ist wahrscheinlich sogar im Gegenteil sehr geschlau und sehr hinterlistig, Odin. Was hast du gefunden? Klingt alles. Ja, da bist du hellhörig, ne? Dieser Fluss. Er war früher voller Boote mit Menschen aus unterschiedlichen Dörfern. So leer kenne ich ihn gar nicht. Aha. Oh, traumhaft, wie es hier aussieht. Was ist das? Artikel. Jetzt nicht. Wir haben Besuch. Ah. Ja.
Au. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Du hast es einfach nicht geschafft. Au! Noch einer, der mitmachen will! Aufgepasst! Hier drüben! Ich kenne dich! Du bist das Arschgesicht, das gleich gespalten wird! Links nach unten! Au! Angst vor dem alten Brot, was? Alter, ich mache auch immer den selben Fehler. Hau nicht den Block durch. Jetzt. Bestienfetzen. Was waren das für Mistviecher? Alter, ich kriege auch voll aufs Essbrett die ganze Zeit. Muss einfach mal ein bisschen bedächtiger hier studieren, was die machen und drauf gucken und... Ja, kann ich wieder nicht, ne? Weil wahrscheinlich Atreus macht das, weil das sind überall Runen. Damit kannst du anscheinend noch nichts anfangen. Wie wär's mal mit dem Hinweis, wann ich was damit anfangen kann? Bin ich total geil. Wartet! Wenn euch eure Innereien was wert sind. Ja! Nur zu, Rosa. Empfängt dein Volk keine Besucher? Das weiß ich nicht. Sie sind nicht länger mein Volk. Diese Falle. Hilf ihm mal hoch. Komm, Brock. Deiner Mann. Erzähl aber bloß niemandem davon. Los, komm hoch. Ist sicher froh, dass der alte Brock da ist. Oh, oh. Mist! Zwerg! Wir sollten ihn lieber holen. Ach ja. Pass weiter gut auf. Haben wir ein bisschen Zeit, oder? Also Warnheim ist wunderschön, aber auch super gefährlich, ne? Etwa in einer Venus-Fliegenfalle gelandet oder irgendwas, was dich langsam jetzt verdaut? Oh, eine Falle. Still. Na, was haben wir denn hier? Oha. Das alte Einauge schickt einen weiteren Gott für seine Drecksarbeit. Hat Tor zu tun? Wir dienen nicht Odin. Nein. Hier ist kein so guter Ort zum Spazieren gehen. Oder? Oha. Ist ja eine ganze Party hier. Eine Heldenparty. Na, na.
Es gibt doch keinen Grund für Drohungen. Oh, die Stimme kenne ich. Weißt du, ich würde dich ja enthaupten. Aber da war wohl jemand schneller. Ja, gut beobachtet, Bruder. Nein, wir sind keine Brüder. Du gabst meine Schwester an diesen Scheißkerl. Es war für den Frieden. Oh, ist das so? Wo ist er? Hm? Und wo ist meine Schwester? Im Kerker in Asgard? Lebt sie überhaupt? Antworte mir! Jetzt weiß ich, warum er die ganze Zeit erwähnt hat. Also Freya. Dann regeln wir das mit Blut. Halt! Was soll das? Warum sprichst du mit ihrer Stimme? Ich bin's, Yngwie. Keine Zeit für Erklärungen, hör einfach zu. Diese Männer unterstehen mir. Wow. Ich will zurückholen, was mir genommen wurde. Es ist zu spät. Du kannst es nicht rückgängig machen. Ich kann. Ich werde. Jetzt lass sie durch. Voll nett. Also, du dienst meiner Schwester? Tja, tun wir alle. Los, schneiden. Reyes Lager. Und warum lässt du mich einfach so hier hängen, du verschrumpelte Hexe? Oh, ist das Blaubr. Komm her. Wow, die kennen sich auch noch. Ich bin fündig geworden. Schätze, ich bleib dann mal hier. Ist eine Saufkumpanin. Willst du das? Wie du willst. Also, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mit Freya sprechen. Oh, sie ist ja niedlich. Haben sich ja zwei gefunden jetzt, ha? Brock, was denkst du dir dabei, dich in meiner Schmiede niederzulassen? Auch wenn ich euch umarmt habe, bin ich trotzdem noch sauer auf euch zänkische Sturköpfe. Wir haben so eingerichtet, dass du zwischen den Welten kommen und gehen kannst, wie du willst. Bitte sehr. Gehen? Das hier ist meine Familie. Dir bedeutet das vielleicht nicht viel, mir aber jede Menge. Es bedeutet mir auch eine ganze Menge. Sonst hätte ich mich nicht mit meinem furchtbar blechköpfigen Bruder versöhnt. Da brat mir doch einer einen Rahmen. Mir war nicht klar, dass die Huldo-Brüder wieder im Geschäft sind. Wir leben sogar zusammen wie eine richtige Familie. Also erzähl mir nichts. Oh, na gut. Dann kannst du mir in der Schmiede helfen und mir alles erzählen. Brock, willst du mich diesem Riesenkerl, den du als Leibwächter dabei hast, nicht vorstellen? Wow. Natürlich werde ich das. Das ist Kratos. Aber du kannst ihn nennen, wie auch immer du willst. Ihr seid solche Penner, Kratos, ey. Kratos, Lunda, alte Bekannte. Naja, ist wohl besser als nichts. Ja, ist halt alles wieder nix, ne? So, die Chaosklingen kann ich immer noch nicht verbessern, leider. Ah. Nichts so wirklich machen. Voll schade. Schild. Oh, den kann ich verbessern. 15 Abwehr. Ich könnte auch mal den hier jetzt nehmen, ganz ehrlich, oder? Er hat auch 15 Abwehr und 11 Vitalität, dafür weniger Abklingzeit. Ah, zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen. Nee, komm, ich lass den mal jetzt. Ich lass den furchtlosen Schild. Verbesser den gleich. Damit brichst du einige Knochen. So, geschliffenes Metall habe ich nichts mehr. Von mir aus kann's losgehen. Alter, schon wieder ein neuer Schutzpanzer hier. Stufe 4, spirituelle Schulterstücke, was machen die? Kratos Nahkampfschaden erhöht sich basiert auf seiner Rage. Erlittener Schaden, der tödlich wäre, wird von verfügbarer Rage absorbiert. Okay. Treffer mit Ruden oder Reliquienwaffen stapeln sich zu einer Stellung. Nah- und Fernkampfschaden mit jedem Stapel um 15% erhöht. Alter. Ah.
Schulterstücke des Glanzes, die habe ich ja gerade ausgerüstet. Aber ich hätte gerne die von den Krähen gehabt. Ja, die Abschieden der Rabentränen. Da. Ich mache mir die jetzt. Ja, Heilung. Verdammt, bin ich gut oder was? Gürtel des Mutes. Arme Vitalität. Der hat mehr Ablenkzeit. Ablenkzeit und Rageschubmenge. Rageschub bei erlittenem Schaden. Hier auch wieder Rageschub. Ich finde die halt einfach so geil, die Rabentränen. Die sehen auch fett aus. Oder halt hier, ne? Niederwelliers Brustpanzer. Soll die Gegner gewähren einen Gesundheitsschub. Mehr Vitalität, viel weniger Stärke, Runen und Glück. Nee, komm, lass mal. Alles gut. Hab ich was vergessen? Spezialgegenstände. Entscheidung getroffen. Oh, die kann ich. Was? Eisen. Warte mal, Hacksilber. Da kann ich die herstellen. Rohleder. Wackablagerung. Voll geil, gegen Hacksilber. Nett. Accessoires sind ja leider. Ja, das Heft von Agravadal. Seine drei Lichtwellen aus, die Gegner, die für Scheibe fallen, seine. Ja, das ist leider nicht unseres, ne? Alles Atreus. Und verkaufen? Mach ich aber nicht. Du wolltest also gar nichts haben? Ja, jetzt nicht, aber ich hab doch schon was verbessert, du Vogel. Ist er wieder raus? So, legendäre Truhen, Wissen, Artefakte, Odins Raben und etwas ist unentdeckt. Das, wie viel unentdeckt ist. Oh. Ich hätte noch nichts machen kann. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich will alles sammeln zum Ende. Aha. Gelehrte. Was? Ich will die Schriftrolle lesen können. Geil. Immer so klitzekleine XP, die man da bekommt, so kleine Stüfchen. Doomstufe, die hätten sie echt ein bisschen höher machen können, aber gut. Geh dann mal, ne? Nichts mehr mit euch zu reden. Ne, eigentlich schon, aber es gibt noch hier ganz viele Kisten, die will ich mir erstmal holen. Ach ja. Geht's nicht weiter, weil wir haben den Wind immer noch nicht. Und ich wette, das ist so ein Atreus-Ding. Ist nicht Kratos. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Mein Hut, der hat drei Ecken. Ja. Ich will das Lied hier. Oh, was ist es denn? So, warte mal. Wissen. Schriftrollen. Hier. Freyas Klage. Ich kann das nicht tun, aber ich muss es tun. Ich schreibe dies auf, weil ich die Worte nicht laut aussprechen kann. Ich schreibe dies auf, weil es vielleicht, wenn alles gut geht, eine lustige Erinnerung an den Mann sein wird, der ich einst war. Ein Mann, der Angst hat, der überfordert ist. Ein Mann, der nicht aufhören kann, sich wieder und wieder eine einzige Frage zu stellen. Was würde sie tun? Ich würde sie gern fragen, aber sie ist fort. Also schätze ich, dass ich in ihrem Namen antworten muss. Sie würde mir sagen, dass ich mit dem Gejammere aufhören soll. Sie würde mir sagen, dass ich nicht wichtig bin. Dass meine Ängste, meine Unzulänglichkeiten irrelevant sind. Wichtig ist einzig und alleine dafür zu sorgen, dass das Volk Vanaheims das Joch der Asenherrschaft abwerfen kann. Sie würde mir sagen, dass ich Angst haben darf, dass ich wütend sein darf, aber vor allem, dass ich stark sein muss. Das Volk Vanaheims braucht einen Anführer. Und in absehbarer Zukunft sieht es so aus, als wäre ich das Beste, was sie kriegen können. Mann, ich wünschte, sie wäre hier. Freya. Ist sie die Gulan-Vernichtung? Nee. Was weiß ich. Es ist halt doof, dass das jetzt dann auftaucht, wenn ich das Achievement kriege. Hierzu komme ich nicht ran, weil.
Kommst du nicht weiter, Bruder? Ich bin darüber, weil von der anderen Seite kann ich das nicht machen. Der Seite hier, da konnte ich meine Waffe nicht benutzen. Die Attrappen. Oh, sind das Alben? Licht- und Dunkelalben? Hallo, Diener von Freya. Sprich nicht mit ihm. What? Solltest du nicht weiterziehen, Fremder? Vielleicht kann er helfen. Kein Grund für Feindseligkeit. Mir fallen mindestens 12 ein. Geh. Folge deinem Vogel. Was? Ihr seid Licht- und Dunkelalben und ihr seid offensichtlich ein Paar? Ihr lächelt. Ich finde das voll schön, dass es doch Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Völkern. Wir wünschen, dass dieses Lager geheim bleibt. Alter, der Hund! Verstanden. Ich werde es nicht gefährden. Na, das würden wir nicht wagen. Gut. Das Schwert, hey. Du Cloud aus Final Fantasy? Der dicke Hund! Der ist so geil, der hat ein Werkzeug. Guck mal, der hat ein kleines Werkzeug, Ledermäppchen. Oh. Immer wenn ich so dicke Hunde sehe, dann freue ich mich total. In Spielen oder sonst wo. Dicke sabbernde Hunde. Tut mir leid für die unfreundliche Behandlung, Fremder. Oh ja, ich bin's gewohnt. Oasen in dieser Gegend. Keine freundlichen Gesichter. Das ist ein freundliches Gesicht, oder? Er heißt Kratos und nein. Die Aasen sind in Vanaheim. Wir sind besetzt seit... zu lange. Wie lautet der Plan? Ich arbeite noch dran. Bruder, ich könnte hier von Nutzen sein. Wenn mein Rat erwünscht ist. Ich nehme, was ich kriege. Ohne mich wird eure Mission deutlich ruhiger ablaufen. Holt mich ab, wenn ihr fertig seid. Hey Kratos, solange du für meine Schwester arbeitest, pass auf, dass du keinen Mist baust. Vergebung ist nicht so ihrs. Dafür ist es leider etwas zu spät. Also gut, dann kommen wir mal zur Sache. Erzähl mir von eurer Armee. Sie steht vor dir. Was? Ihr fünf? Gegen Odins Armee? Naja, sechs, wenn man den Hund mitzählt. Ach, scheiße. Yep. Weißt du, wie viele es sind? Oh, Streitkräfte, Bewegung, Außenposten. Wir haben gute Informationen. Nur zu wenig Hilfe. Verstehe. Na, dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Ach, herrje. Ah, das Boot sieht voll schick aus hier. Mit den Blättern. Ja, wir können nicht mal sagen, was wir gemacht haben, weil wenn Freya rauskriegt, dass wir seinen Neffen getötet haben, dann ist die Kacke am Dampfen, ey. Da es jetzt keine Ablenkungen mehr gibt. Ich habe Rat, falls du ihn hören willst. Dann sprich. Diese Wut, die du auf deinen Bruder hast, die kenne ich. Du hast einen Bruder? Sein Name war Deimos. Als wir jung waren, entführten ihn zwei Götter wegen einer Prophezeiung. Die Götter meiner Heimat hinterließen kaum Überlebende. Und als ich erfuhr, dass er noch lebte, war es für eine Wiedergutmachung zu spät. Sein Zorn brachte ihn gegen mich auf. Aber ich habe nie aufgehört, meinen Bruder zu leben. Du findest meine Wut irrational. Du kennst Freya erst so kurz und stellst dich schon auf seine Seite? Ich stelle mich nicht an. Nein. Du äußerst dich nur zu einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. Und wieder. Ah, das macht mich wahnsinnig. Geh lieber weiter, sonst werd ich auch böse. Ja, Artefakte, legendäre Truhen. Und guck mal, wie ich da sehe. Der ist viel zu weit weg. Problem ist, wenn ich jetzt kämpfen muss, ne, dann habe ich überhaupt niemanden, der mir hilft. Die hier sind echt gemein. Gefährlich.
Gemein und gefährlich. What? Die ganze Knödel hier, ich bin... Und die Augen? Oma, es wäre ein Auge dran. Alles ist hier gefährlich, irgendwo. So schön die Welt da aussieht. Überall lauert hier Gefahr... Oh, okay. Ein Vergessener. Kennen wir doch noch. Auf. Ja, ja, ja. Alter. Ja, genau, ich sag euch, diese schönen Dinger hier töten mich alle viel zu schnell. Immer sehr gefallen hat gerade, was er fallen hat. Blall, blall. Scheiß Viecher. Oh Mann, ey. Lass mich doch mal hier bisschen atmen. Oh. Diese scheiß Viecher, ne? Unglaublich. Komm jetzt. Mal auf. Nimm, was er fallen gelassen hat und wirf. Ich hau dir deinen Wanz kaputt. Ich hau dir deinen Wanz kaputt. Trifft
So, den Scheiß nehme ich mit. Eins. Du hast schon gegen sie gekämpft, oder? Vielleicht. Vielleicht, Freya. Was geht's dich an? Ja? Nein. Ich mag Freya. Oh, Waffen für so eine Chaosflamme. Ja. Endlich. Leute, aber damit ist leider auch der Part schon vorbei. Ist immer so ein Chaos, diese Kämpfe, ne? Immer so rein und alles wegfetzen, was geht. Kann ich mal ein paar Moves ausprobieren. Leider. Aber ja, so ist es halt. Wie gesagt, wir sehen uns wieder zu God of War Ragnarök. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst mir Liebe da. Und bis dann. Tschüss.